Ja, erstmal auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Vielen Dank für das Interesse, auch ein bisschen was zu hören aus der Nachbarschaft, wenn ich das so formulieren darf. Ich habe mich sehr gefreut, als Ihre Anfrage kam, Herr Klinemann, weil ich dachte, ja, eigentlich sind wir so nah beieinander und sprechen eigentlich zu wenig miteinander und haben das jetzt vorhin auch festgestellt. Wir haben in einem Gespräch mit Herrn Loff festgestellt, dass wir eigentlich dieselben Probleme. Ich habe gelernt, ich darf nicht von Problemen sprechen als Vizepräsidentin. Ich spreche nur von Herausforderungen, dass wir ähnliche Herausforderungen haben, vor denen wir in Studium und Lehre stehen. Und als ich auch in der Vorbereitung so gesehen habe, was Sie machen, insbesondere Mathe Fit, dachte ich ja, das eigentlich hätten wir früher miteinander sprechen können, dann hätten wir schneller voneinander, miteinander lernen können. Das ist auch mein Ansinnen an der Stelle. Deswegen vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Einführung. Ich möchte einsteigen, kurz zwei Worte über die Goethe-Universität sagen, weil nicht jede das im Kopf hat. Wir sind jetzt, wir haben letztes Jahr unseren 100. Geburtstag gefeiert, sind gegründet worden, Entschuldigung, von Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern mit der Zielsetzung, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Das ist nachher nochmal wichtig, auch für das Projekt, weil es sich das Selbstverständnis an der Stelle wichtig ist. Wir sind eine sogenannte Volluniversität, das heißt, wir haben 16 Fachbereiche. Verkürzt gesagt, von Archäologie bis Zahnmedizin können Sie, von A bis Z können Sie bei uns alles oder fast alles studieren. In rund 180 Studiengängen, vor allem Bachelor, Master, aber auch Staatsexaminar, also die Medizin, die Lehramtsstudierende, die Rechtswissenschaften. Und wir haben auch, das ist nochmal eine Besonderheit, wirklich, es gibt ja einige Hochschulen, die für einen bestimmten Bereich stehen, für, Sie erwähnten jetzt nochmal die Ingenieurwissenschaften oder die Medizin oder Ähnliches. Und wir haben wirklich sowohl in Naturwissenschaften wie auch den Geistes- und Sozialwissenschaften Schwerpunkte und die sind relevant für die Lehre. Weil wir sagen, gerade in den Bereichen möchten wir nochmal viel anbieten. In den letzten 10 Jahren ist sehr viel passiert. Und das Erste ist, dass wir eine Zahl haben von jetzt 47.000 Studierenden im Wintersemester. Sie sehen bei den weiteren Zahlen, das ist ungefähr, wenn ich es richtig gesehen habe, mal 3 zu Ihrer Hochschule. Aber wie gesagt, die Punkte sind ja relativ ähnlich. Wir haben eine Steigerung, da muss ich immer auf die Zahl schauen, seit 2007 um 43%. Und das ist halt, und damit wird schon klar, warum ich den Begriff der Herausforderung benutzt habe, innerhalb dieses kurzen Zeitraumes, diese große Veränderung zu stemmen, ist nicht ganz einfach. Und das fängt an damit, dass wir einen wunderschönen neuen Campus für die Geistes- und Sozialwissenschaften haben, den Campus Westend, also einen historischen Campus mit dem IG Farben-Gebäude drauf und hinten Neubauten. Und das wurde gebaut zu einer Zeit, als man halt -43% dachte. Die Seminarräume, die wir, ich bin Politikwissenschaftlerin vom Hintergrund, die Seminarräume, die wir auch in dem Gebäude, in dem wir beheimatet sind, haben, sind ausgelegt auf Bologna-Reform, dachten wir ja alle, kleine Studiengruppen, so 20, 30. Wir haben mal mit 40er-Räumen geplant. In den 40er-Räumen sitzen halt 60, 80, manchmal 100 Studierende. Das ist eine Herausforderung. Wir haben dann nachgeschoben aus HSP-Mitteln, also Hochschulpaktmitteln, ein Seminarhaus zu bauen, in dem einfach große Veranstaltungsräume drin sind. Aber sowas dauert halt alles. Das heißt, wir sind in einem Prozess, einem großen Veränderungsprozess der letzten 10 Jahre, weil wir so enorm gestiegen sind. Wir sind aber auch in einem Veränderungsprozess, weil wir einen ganz neuen Campus haben, oder relativ neuen Campus. Und wichtig ist auch nochmal der Wandel zur Stiftungsuniversität, weil wir an der Stelle festgestellt haben, das Selbstverständnis, welches wir haben, dass wir wirklich selbstverantwortlich sind für das, was in Studium und Lehre passiert und in Forschung auch, aber darüber rede ich heute nicht, das ist für uns eine große Motivation. Also zu sagen, wir verabschieden unsere Studiengänge selbst. Wir sind hoffentlich auch bald systemakkreditiert. Wir sind gerade dabei, die letzten Auflagen noch zu bearbeiten, die letzten Anregungen, nicht Auflagen. Das ist ein wichtiger Punkt und wir können unsere Studierenden größtenteils selbst aussuchen. Was heißt jetzt Studierende an der Stelle? Die quantitative Zahl habe ich schon gesagt. Damit geht einher ein Sinken der Betreuungsrelationen. 2009 haben wir haben es gerechnet auf Vollzeitäquivalente. Die meisten Betreuungsrelationen rechnen ja Studis pro Prof. Ich finde da an den Hochschulen sehr viel Lehre und sehr gute Lehre vom Mittelbau gemacht wird, haben wir gesagt, wir möchten lieber mit Vollzeitäquivalenten rechnen. Und da haben sich die Zahlen verschlechtert von 2009 von 29,3 Studierenden pro Vollzeitäquivalent auf 34,5 jetzt.
Dass wir überhaupt diese Zahlen noch haben, liegt daran, wie bei Ihnen auch, wir brauchen die QSL-Mittel, also Qualitätssicherung Lehre, wir brauchen die HSP-Mittel und all das sind temporäre Mittel, mit denen wir aber langfristige Daueraufgaben finanzieren müssen. Und das ist ein Spannungsverhältnis, welches wir auch nicht auflösen können. Das Projekt, über das ich jetzt heute spreche, ist eines aus dem Qualitätspakt Lehre. Wir sind sehr glücklich, dass wir für die jetzt noch laufenden, also die für 4,5 Jahre, 21 Millionen einwerben konnten für den Aufbau dieses Programms und jetzt im November den Bescheid für die zweite Phase in selben Finanzvolumen bekommen haben. Sonst würde es noch viel schwieriger aussehen. Wir haben in vielen Fächern eine Absolventenquote von unter 50%. Mit all den Einschränkungen, die Sie erwähnt haben, Herr Loch, natürlich ist die Frage, ist das überhaupt schlecht, weil die sollen, können ja wechseln und auch an andere Universitäten gehen und so weiter. Aber wir müssen uns zumindest anschauen, was steckt dahinter. Deswegen haben wir uns vor 5 Jahren zusammengesetzt, damals ich noch in meiner Rolle als Studiendekanin, und haben überlegt, was ist eigentlich überhaupt der Ausgangspunkt. Also es gibt eine Ausschreibung vom BMBF, an dem man sagt, klar, beteiligen wir uns. Aber es war sehr schnell eine grundsätzliche Annahme, die wir alle geteilt haben, dass die Studieneingangsphase, also erstes bis drittes Semester, ganz entscheidend ist für den Studienerfolg. Das wissen wir aus der Hochschulforschung auch, aber das wissen wir als Hochschullehrende. Also die Personen, die man am Anfang verliert oder die nie richtig reingekommen sind, sind die, die schnell zu Karteileichen werden, nicht mehr dabei sind. Wir haben auch festgestellt, wie Sie auch, wie ich das jetzt vorhin gehört habe, dass die Heterogenität stark zunimmt. Heterogenität bedeutet aus unserer Sicht immer drei verschiedene Sachen. Normalerweise sagen wir Heterogenität und denken an Wissen. Natürlich gibt es Wissensunterschiede. Ob die wirklich zugenommen haben über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, wahrscheinlich haben sie etwas zugenommen, dadurch, dass wir in Hessen eine Studierendenquote von jetzt fast 60% haben. Also 60% eines Jahrgangs kommt an den Hochschulen an. Dadurch verändert sich was. Aber jetzt per se zu sagen, unsere Studierenden wissen weniger, ist mir zu einfach. Die zweite Ebene der Heterogenität ist natürlich die der Herkunft. Herkunft sowohl in sozialer Hinsicht, also die Ersten sind aus einer Familie, die einen akademischen Abschluss machen möchten, aber natürlich auch Migrationshintergrund. Und da sind wir bei beiden in Frankfurt ein bisschen oberhalb des Bundesdurchschnitts, was nicht überrascht, weil es halt Frankfurt ist. Das bedeutet, 37% der Studierenden kommt aus Nicht-Akademikerinnen-Haushalten. Der Bundesschnitt ist 2% runter. Wir haben 13% Studierende mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Also da spielt die Frage der Wissenschaftssprache Deutsch und Wissenschaftssprache Englisch eine Rolle. Und 24% unserer Studierenden hat einen Migrationshintergrund. Das kann aber auch bedeuten, dass die Elterngeneration herkommt. Was für uns relevant ist, Heterogenität, ist natürlich auch die Gender-Dimension. Und die dritte Dimension ist, wie viel Zeit können die Studierenden investieren? 2/3 unserer Studierenden geht arbeiten. Und davon wiederum 40% zur Finanzierung des eigenen Lebensunterhaltes. Das heißt, wenn wir von Studierenden sprechen, dann finden wir ja immer oder haben es vielleicht sogar selbst in den Köpfen, die Studierenden, die morgens um 8 aus dem Bett steigen und frohen Mutes in die Vorlesung gehen bis 18 Uhr, um dann abends nochmal nachzubereiten in eigenen Lerngruppen. Das ist eine, genau, gibt es die? Also bei uns eher nicht. Also es gibt natürlich vereinzelt, also wir haben tolle, wie alle Hochschulen, wir haben tolle Studierende, aber wir haben an meinem Heimatfachbereich mal eine Umfrage gemacht, warum wählen Sie denn bestimmte Veranstaltungen aus? Wir hatten uns total viel Gedanken gemacht, wie wir den Studiengang aufbauen. Und dann kam raus, naja, ich arbeite halt mittwochs und freitags und deswegen bin ich Dienstag und Donnerstags an der Uni und dann besuche ich da Veranstaltungen. Und ich glaube, damit müssen wir umgehen. Und ich bin ehrlich gesagt, ich kann zwei Diskussionsstränge nicht mehr hören. Der eine heißt, vor Bologna war alles besser, weil ich das eine absolute Verklärung der Vergangenheit halte. Und der zweite Diskussionsstrang ist zu sagen, unsere Studierenden sind unmotivierter. Das halte ich auch für Quatsch. Sie studieren unter anderen Lebensbedingungen. Deswegen haben wir uns zusammengesetzt, haben überlegt, wie können wir Studienabbruch und eine Studienzeitverlängerung, die nicht erwünscht ist, verbessern an der Stelle. Und haben den starken Start ins Studium uns ausgedacht mit dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne von vornherein auf fachliche und methodische Basiskompetenzen fokussieren, bei denen wir den Eindruck haben, nur wenn diese Kompetenzen da sind, können wir überhaupt aufbauen. Also wir brauchen eine gute Grundlage,
An der Stelle müssen wir Dinge vertiefen. Wir brauchen auch noch mal andere Beratungsinstrumentarium, genau vor dem Hintergrund, wenn Erwerbstätigkeit ein großes Thema ist, Wohnen im Rhein-Main-Gebiet ein großes Thema ist, dann müssen wir darauf, wollen wir darauf reagieren. Sie hatten, das fand ich sehr spannend, das Studium der verschiedenen Geschwindigkeiten, ich weiß den Terminus nicht mehr, das war, werde ich nachher drauf kommen, genau eines unserer Überlegungen, was können wir da spielen. Ich halte das für einen sehr spannenden Ansatz, würde auch gerne noch mal vielleicht in der Diskussion mehr hören. Das war so der Gedanke. Und wir haben jetzt zwei Zielrichtungen. Das eine institutionelle Ziele, dass wir gesagt haben, wir wollen inhaltlich und strukturell die Lehre weiterentwickeln. Wir möchten, genauso wie Sie es hier haben, eine Kommunikationsplattform für die Lehre etablieren. Denn über Forschung haben wir immer die Zusammenhänge in Sonderforschungsbereichen, Größen, DFG, Forschergruppen und so weiter. Da gibt es sofort eine Institutionalisierung. Aber wo wird denn an einer Hochschule wirklich über Lehre diskutiert? Uns war es wichtig, unsere Lehrenden weiter zu qualifizieren. Ich muss nicht die Eulen nach Athen tragen. Das heißt, nur durch eine sehr gute Hochschuldidaktik können wir auch gute Lehrende oder gute Lehrende weiterqualifizieren. Und Lehrende haben wir einen breiten Begriff wirklich von studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Tutoren und wir haben Mentorenprogramme auch noch bis hin zum Prof. Klammer auf, das ist die Gruppe, die am wenigsten sich fortbilden möchte, Klammer zu. Nichtsdestotrotz versuchen wir, neue Lehr-Lernformate zu fördern und eine Lehrkultur zu fördern. Der Gedanke, und das zieht sich jetzt durch das Programm, und das habe ich jetzt bei Ihnen, Herr Loch, auch so herausgehört, ist immer zu sagen, wir wollen fachlich integriert Schlüsselkompetenzen vermitteln, beziehungsweise auch die Basiskompetenzen vermitteln. Das heißt jetzt irgendwo einen Kurs, hier gehen alle hinein, die Mathe machen müssen, bringt aus unserer Sicht wenig. Das muss immer mit dem Fachwissen verknüpft sein, damit das überhaupt etwas bringt. Und wir sind auch dabei, die Begleitforschung in den Bereich aufzubauen, dass wir hier nochmal schauen, was etwas bringt, weil die Tendenz ist zu sagen, wenn es verpflichtend ist, im Teil des Kanons des Studiums mit dabei ist, dann wird es besucht. Und wenn es ein Fokus ist, der freiwillig ist, ist die Erfahrung, da gehen die hinein, die eigentlich den Fokus nicht brauchen, die besonders Motivierten, die ziehen sich es nochmal rein und dadurch wird die Schere eher noch größer. Was ist der starke Staat? Ich komme zum Kern. Wie gesagt, 21,5 Millionen hatten wir. Wir haben damit drei Professuren besetzt und 52 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen stellen, das heißt 60 Personen. Der Gedanke, deswegen haben wir die Fachbereiche unten, ist zu sagen, von den Fachbereichen ausgehend haben wir Zentren gebildet. Und diese Zentren, ich hatte ja eingangs gesagt, die Goethe-Universität ist eine Volluniversität, sind in den Geisteswissenschaften, in den Sozialwissenschaften, in den Naturwissenschaften. Wir haben damals in der ersten Antragsphase zusammengesessen und haben gesagt, was sind denn die Probleme / Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und haben festgestellt, dass in den Sozialwissenschaften, und hier zählen die Wirtschaftswissenschaften, die Erziehungswissenschaften, die Psychologie, Sportwissenschaften und die Gesellschaftswissenschaften hinein, überall wir große Probleme haben bei den quantitativen und qualitativen Methoden. Das heißt, wenn die Statistiken lernen sollen, wenn sie sich damit auseinandersetzen, wie sie gut Fragebögen, also Interviews führen und auswerten, dann hapert es sehr schnell. Und es gibt eine ganz große Hürde. So dieses, das ist in allen Fächern die Schreckbereiche, wo man nicht hinein möchte. Und dann war die Überlegung, ja, dann müssen wir in dem Bereich gleich in der Studieneingangsphase mehr machen. Und so war es für die anderen Bereiche auch. Also Zentrum Geisteswissenschaften, relativ naheliegend, Geisteswissenschaften arbeiten viel mit Texten. Wir haben festgestellt, dass die Studierenden zunehmend Schwierigkeit haben, gute wissenschaftliche Texte zu schreiben. Im Sinne von auch mit einem Wissenschaftsdeutsch. Und dann war auch die Überlegung, was können wir denn da machen? Wir haben ein Schreibzentrum aufgebaut, in dem Bereich beziehungsweise ausgebaut. In den Naturwissenschaften ist die Schwierigkeit ein bisschen andere gewesen. Wir haben festgestellt, dass das, was ich immer noch Nebenfachvorlesungen halte, aber anders heißt. Also wenn ich Biologie studiere, muss ich auch Chemie und Physik studieren. Darf ich auch Chemie und Physik lernen, dass diese Nebenfachvorlesungen ungeliebt sind von den anbietenden Fächern. Also die Chemie und die Physik reißt sich auch nicht nach den Nebenfachvorlesungen. Und in den Bereichen waren die Durchfallquoten sehr hoch. Motivation der Studierenden und der Lehrenden. Das heißt, wir haben gesagt, da müssen wir mal drauf schauen, dass da die Basiskompetenzen im naturwissenschaftlichen Bereich gestärkt werden. Und im Fachverbund Lehrerbildung haben wir die besondere Herausforderung, dass wir viele Schülerinnen und Schüler haben, die sagen, Schule ist so toll, da bleibe ich jetzt, und eine Schwierigkeit haben, mit dem Umdenken sich in einen wissenschaftlichen Prozess zu geben,
der Reflexionsebene nochmal hinterfragen, muss ich jetzt wirklich pädagogische Psychologie lernen, um dann danach an die Schule zurückzugehen. Das heißt, hier haben wir einen großen Wechsel. Und deswegen war die Überlegung, die Zentren aufzubauen. Das sind diese Häuser, die jeweils geleitet werden durch Direktorien, das sind die Studiendekane, die sich den jeweils aus dem Fachbereich, aus dem Fachergebenden der Problematik auseinandersetzen. Diese Häuser wären jetzt eigentlich in den Abgrund gestürzt, hätten wir nicht die hoch drei. Die hoch drei ist der Zusammenschluss unseres interdisziplinären Kollegs der Hochschuldidaktik, von Studium Digitale und von Diversity. Das sind drei Institutionen, die bei uns zentral angesiedelt sind und die insgesamt zu dritt schauen, vor allem, wie können wir nochmal Lehr-Lern-Bedingungen verändern. Studium Digital ist bei uns der E-Learning-Bereich, da wird viel herumexperimentiert. Also eine Veranstaltungsaufzeichnung ist ja heute irgendwie gang und gäbe, eher langweilig. Die Frage, was können wir an der Stelle anders machen? Welche Formate können wir entwickeln? Wo können wir die Lehrenden unterstützen, mal mit diesem E-Voting-System in Vorlesungen zu spielen und so weiter. Und wenn dann eine Idee kommt, wird das von der Hochschuldidaktik aufgegriffen, Kurse angeboten und Diversity. Wir haben jetzt zunehmend Schulungen für Lehrende in Bezug auf Heterogenität, in Bezug auf kulturelle Vielfalt, weil es die Vorstellung, was Lernen ist und wie Lehren funktionieren soll, die auch stark kulturell bedingt ist und an der Stelle der Versuch, ein bisschen Unterstützungsleistung zu geben. Deswegen die hoch drei bietet eine Angebotsstruktur von Tutor bis Prof an. Wir haben eine Qualitätssicherung, die das umklammert. Das ist unsere Stabsstelle Lehr- und Qualitätssicherung. Die Kolleginnen und Kollegen da, die Evaluationen auch durchführen. Und davon profitieren wir sehr. Wir haben einen externen, halb intern, halb externen Beirat Zukunft der Lehre, die uns einerseits spiegeln, was läuft an anderen Universitäten, wo stehen sie, wo ist noch Luft nach oben, wo ist etwas zu verändern. Und diese Struktur hatten wir damals vor gut 5 Jahren uns ausgedacht, wussten gar nicht, funktioniert das wirklich. Also ganz ehrlich, das war so ein bisschen in den luftleeren Raum gedacht. Und als wir jetzt Mitte, Ende der ersten Antragsphase waren, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir evaluieren. All das, was ich jetzt sage, ist mir klar, das ist sehr vorläufig, weil wir an Zahlen immer verglichen haben zu vor dem Projektlaufzeit zu dem Wintersemester 13/14, weil die Zahlen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, es dauert im Moment, bis wir die alle vorliegen haben. Wir können quantitativ sehen, klar, durch mehr Mitarbeitende haben wir mehr Lehre. Wir haben allein 120 zusätzliche Lehrveranstaltungen, was bitter nötig ist. Wir haben aber durch die Investitionen im Bereich der Tutorien auch 170 zusätzliche Tutorien angeboten. Das E-Learning-Angebot ist stark erweitert worden und die Beratungsstrukturen sind stark erweitert worden. Was ich aber spannender finde, ist eigentlich auf die qualitative Dimension zu schauen. Was passiert? Wir haben zunehmend neue Lehr-Lern-Formate. Das bedeutet auf der einen Seite eine Stärkung der studentischen oder halb selbstorganisierten, halb induzierten und dann laufen gelassenen Studierendengruppen, denen wir ein Thema geben, sei es im ja schon fast klassisch zu nennen Problem-Solving-Ansatz, das heißt, hier ist ein Problem, löst es doch, macht dazu was, sei es Veranstaltungen mit der Stadt zusammen. Gerade im Rahmen zum Jubiläum gab es mehrere Veranstaltungen oder mehrere Seminare, die aufgearbeitet haben, die Geschichte der Goethe-Universität oder die Pflanzen auf dem Campus der Goethe-Universität. Da kann man ja alles Mögliche machen, um so eine Rückwirkung zu geben in die Stadt. Also der Campus ist ein Teil der Stadt und wir wollen gern hier was sagen. Wir haben stark, und das hängt mit einer anderen Tendenz zusammen, wir haben endlich ein Leitbild Lehre verabschiedet und haben dort die forschungsorientierte Lehre verankert als Teil des Leitbildes. Und jetzt geht es darum, in der Studieneingangsphase von vornherein wir verstehen die forschungsorientierte Lehre als vor allem eine Haltung, die Haltung zu fragen, die Haltung, Dinge zu nicht als gegeben anzusehen, sondern erstmal zu fragen, warum ist das so? Und ich habe lange Diskussionen mit unseren Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen hinter mir, die immer gesagt haben, es geht bei uns gar nicht, wir müssen ja erstmal erklären, was ein Atom ist und dann können wir weitermachen. Nee,
an der Stelle geht es ja auch darum zu sagen, ja, aber was ist denn die Frage? Warum schaue ich mir das an und wie mache ich das? Und ich selbst habe auch mal Biologie studiert, deswegen weiß ich noch, klar, man muss irgendwann eine Systematik oder was auch immer lernen, aber die Frage ist, warum lerne ich das? Lerne ich das, weil ich es verstehen möchte oder lerne ich das, weil es halt im ersten Semester dran ist und ich muss das auswendig lernen und dann sind wir nämlich ganz schnell beim Bulimie-Lernen, welches ja immer kritisiert wird. Das heißt, wir sind dabei, hier wirklich einzelne große Grundlagenveranstaltungen neu zu strukturieren. Vor allem muss ich auch zugeben mit neuen Lehrenden, weil diejenigen, die das schon seit mehreren Dekaden machen, häufig von der Qualität sehr überzeugt sind. Für uns ist wichtig, und das ist ein Punkt, der wirklich stärker geworden ist, als Sie es mir vorgestellt haben, die Mitarbeitenden des starken Staates sind Multiplikatoren. In dem Zentrum Geisteswissenschaften hat sich, warum auch immer, wie entwickelt, ein Lehrlabor, bei dem die starken Staatmitarbeitenden sich einfach zusammengesetzt haben und gesagt haben, was machen wir denn? Also meine Studieneingangs-, meine Erstsemesterveranstaltung in der Romanistik läuft nicht so ganz, wie machst du es in der Anglistik? Und dann kam die Germanistin dazu und sagt, ja, bei mir ist es auch so. Und aus diesem informellen Austausch hat sich ein Format entwickelt, bei dem jetzt die Mitarbeitenden des starken Staates als die im Prozess weiter seienden begriffen werden, die man um Rat fragt, mit denen man diskutieren möchte. Das finde ich eine sehr schöne Entwicklung, weil hier auch, wir haben ja vor allem Mittelbaustellen, der promovierte Mittelbau sehr ernst genommen wird in seiner Qualität der Lehre. Dazu führt auch, dass wir untereinander Lerneffekte haben. Wir haben dieses fantastische Schreibzentrum in den Geisteswissenschaften, welches über verschiedene Formate das Schreiben näher bringt. Es gibt zum Beispiel Writing Fellows, bei denen Studierende, die schreibdidaktisch weitergebildet sind, anderen Studierenden wieder helfen, mit ihren Arbeiten zu arbeiten und so weiter. Und wir haben das immer wieder diskutiert bei den Mitarbeiterinnen-Treffen des starken Staates. Und dann kam irgendwann die Idee auf, ja, das wollen wir für die Mathe auch. Und jetzt sind wir dabei, ein Mathezentrum zu gründen, welches in dem ersten Ansatzpunkt für den Fachbereich Informatik und Mathematik zuständig sein soll. Aber unsere Ökonomen haben auch schon gesagt, wir hätten da eigentlich auch einen Bedarf. Genau in dem Sinne, dass hier eine Weiterbildung stattfindet auf einer hochschuldidaktischen Ebene, aber fachnah zu sagen, was heißt denn Vermittlung von Mathematikkenntnissen und so weiter. Und das, was sich auch positiv verändert hat, ich traue mich noch nicht ganz auszusprechen. An der Goethe-Universität, wir sind lange Zeit nach außen getreten als forschungsstarke Universität und Lehre hat wenig bis keine Rolle gespielt. Und ich würde sagen, wir sind dabei, eine Kultur der Lehre zu entwickeln und zu leben. Das dazu gehört, dass wir dieses Leitbild Lehre entwickelt haben, dass wir in der Systemakkreditierung vorankommen, dass wir ähnlich wie Sie Tage der Lehre haben, wir verbinden es noch mit einer Preisverleihung, einfach der Lehre einen Raum und einen Rahmen zu geben. Und auch die Leistung, die auch Sie alle erbringen, anzuerkennen. Und wir sind gerade dabei, einen neuen Hochschulentwicklungsplan zu schreiben. Und in dem Kapitel Lehre hatte ich ganz vorsichtig das Wort Kultur der Lehre reingesetzt und war eigentlich darauf eingestellt, dass alle sagen, was ist denn das jetzt schon wieder? Aber im Moment steht es noch drin. Mal gucken, wie lange noch. Kursorisch nur Blick in einzelne der Zentren, was ist passiert. Es ist wirklich, in dem Methodenzentrum sind Studienordnungen verändert worden und sind Studiengänge und einzelne Veranstaltungen verändert worden. Wir haben so eine standardisierte Lehrveranstaltungsevaluation für alle Veranstaltungen, können sehen, es hat sich signifikant verbessert, die Wahrnehmung der Lehrveranstaltungen. Wir können auch sehen, dass die Bestehensquote deutlich hochgegangen ist, nämlich von 60% auf 83%. Im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Wir haben hier einen Fokus Mathe, der aber nicht das schulische Wissen einfach so wieder aufarbeitet, sondern schon direkt auf das Studium vorbereitet und empfohlen wird. Der ist nicht verpflichtend, trotzdem stark besucht. Zum Geisteswissenschaften habe ich das Schreibzentrum schon erwähnt, mit der Peer-Schreibberatung unter anderem. In den Naturwissenschaften. Entschuldigung, das ist total schwierig. Die Studentinnen schätzen sich viel schlechter ein als die Studenten in den sozialwissenschaftlichen Methoden, obwohl die Prüfungsleistung das nicht hergibt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir in den Lehrveranstaltungen? Das machen wir in der zweiten Phase.
das hat mich überrascht. Ja? Also, weil das, ich meine, das ist ja, egal, können wir vielleicht nachher nochmal vertiefen. Ich war da wirklich, die Studentinnen schätzen sich, also nochmal wirklich sehr deutlich schlechter ein und schätzen aber auch die Lehre schlechter ein als die Studentin an der Stelle. Das war eine ganz spannende Erhebung. Bei den Naturwissenschaften ist die allgemeine und anorganische Chemie, der zweite Spiegelstrich, eine der Veranstaltungen, die wir ganz neu aufgesetzt haben. Und während am früher zwei Drittel durchgefallen sind, über zwei Drittel, bestehen heute über zwei Drittel. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist alles viel zu einfach. Nein, die Klausuren sind ähnlich. Es ist wirklich die Frage, wie wird das vermittelt? Und gerade in der Chemie spielen wir, oder haben die nicht spielen, sondern haben die Kollegen entwickelt, dass man zu dieser Abschlussklausur über zwei Wege kommt. Diejenigen mit guten Vorkenntnissen lernen den Stoff für die Klausur und ein bisschen links und rechts. Und diejenigen, die wirklich große Schwierigkeiten haben, werden Schritt für Schritt mitgenommen, um am Schluss die Klausur zu bestehen. Sie erhalten dafür dieselben Credit Points, haben jeweils dieselbe Anzahl von Vorlesungen, nur die Vorlesung ist auf einem unterschiedlichen Niveau. Und das kommt im Moment sehr gut an. Ja, E-Learning, mehr als 800 Zugriffe. Im Fachverbund Lehrerbildung haben wir vor allem nochmal auf die Mentoren und Praktikumsbetreuerinnen Wert gelegt, damit wir die Reflexionsphase für die ganzen Lehramtsstudierenden gehen ja in ein Schulpraktikum oder zwei Schulpraktika. Und die Phase der Reflexion fanden wir wichtig, da nochmal anzusehen. Das sind jetzt nur ein paar Schlaglichter. Ebenso würde ich gern, ich erkläre erst die Folie und dann die neuen Zahlen dazu. Was wir zunehmend machen, ist uns anzusehen, wo stehen denn die Kohorten der Studierenden nach einem gewissen Rahmen. Sie sehen hier, das ist das erste Fachsemester. Vom ersten zum zweiten Fachsemester sehen wir schon in Gelb, bricht in den naturwissenschaftlichen Studiengängen brechen rund 20% ab. In den sozialen und wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen sind das weniger, rund 10%. Wir haben in beiden jeweils einen, das ist der weiße Balken Wechsler. Und wir können hier bei den blauen sehr schön sehen, das sind die Studierenden, deren Quote in den Naturwissenschaften drastischer runtergeht als in den Geisteswissenschaften, also sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen, Entschuldigung. Wir haben dann noch angesehen, wie viel Credit Points erwerben unsere Studierenden, denn nach drei Semester, der Bezug ist immer nach drei Semester, also wir wissen alle, Credit Point 30 Stunden, sollten sie im Semester erwerben, das heißt 3 mal 30 wären 90. Und wie sieht es denn aus? Wir sehen, dass in den Naturwissenschaften rund 30% überhaupt keinen Credit Point nach drei Semestern hat. In den sozialen Wirtschaftswissenschaften sind das rund 5%. Wir sehen, dass der Anteil der 1 bis 30 vorhanden ist und nur, sagen wir mal, 55% hat mehr als 30 Credit Points. In den sozialen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen sieht es anders aus, aber auch nicht so, wie man es erwartet. Klammer auf. Natürlich haben wir Prüfungsämter, die nicht jede Meldung, jede Modulprüfung, damit jeden Credit Point sofort vermelden. Natürlich kann es sein, dass Studierende die Unterlagen nicht weitergeben und so weiter. Aber deswegen, mir geht es nicht um die einzelne Prozentzahl, sondern mir geht es um eine Tendenz, nämlich zu sehen, wir verlieren am Anfang des Studiums, das ist jetzt alles vor starker Start, wir verlieren viele Studierende. Und deswegen jetzt hier, was hat sich verändert? Wie gesagt, das sind ganz vorsichtige Interpretationen, weil man, das ist statistisch, brauchen wir mehr Daten, das wissen wir alle. Aber wir sehen eine Tendenz. Wir sehen eine Tendenz, dass diese Kohorte, die mit dem starken Start angefangen hat, eine leicht geringere und in den sozialen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen so eine bedeutendere, geringeren Studienabbruch. Wir sehen weiterhin, wenn Sie jetzt diese beiden Grafiken miteinander vergleichen, wir sehen, dass sowohl der Anteil derjenigen, die 1 bis 30 Credit Points wie auch über 30 erworben haben, ansteigt. Hier ist die Veränderung in sowohl auch wieder beiden Fächern gegeben. Vorsichtige Interpretation, weil es sind nur zwei Vergleichsdaten und wir müssen weiter gucken und so weiter, aber es gibt eine Tendenz. Und damit komme ich jetzt auch zu 5 Minuten noch zu dem Weiterführung des Programms. Was wollen wir jetzt machen? Ich hoffe, man kann es hinten lesen. Ich werde es auch nochmal ausführen. Das Programmziel ist natürlich gleich. Wir wollen eine erfolgreiche Studieneingangsphase. Wir finden, dass hier vor allem, das ist das alte Dach, die Befähigung zu einem selbstbestimmten, forschungsorientierten Studium relevant ist. Wir wollen die wahrgenommene Qualität des Studiums erhöhen.
Denn nur die können wir eigentlich messen und wir wollen fach- und methodische Grundlagenkompetenzen erhöhen. Und was wir jetzt gesagt haben, ist zu überlegen, was hat sich denn verändert? Und das sind die blauen, hier diese neuen Handlungsfelder. Wir haben zum einen gesagt, wir wollen nochmal stärker auf heterogenitätsbezogene Unterschiede in der Lehre achten. Wie gesagt, mit den verschiedenen Heterogenitätsdimensionen, Wissen, Herkunft, Sprache, Geschlecht, dass wir hier nochmal stärker drauf schauen. Wir wollen, das ist der zweite Punkt, forschendes Lernen durch Service Learning nochmal verstärkt in den Blick nehmen. Service Learning ist ja der englische Ausdruck, der nur besagen möchte, tu Gutes im Studium, erforsche es dabei und reflektiere es und dann nenne es statt Ehrenamt Service Learning. Aber was der Gedanke dabei ist, und ich bin mir sicher, Sie haben an der Hochschule auch so Projekte, das ist Medizinstudierende, die eine Poliklinik für Kinder machen, an denen Teddys irgendwie verbunden werden, um die Angst vor dem Arzt zu nehmen, oder andere Medizinstudierende, die eine kostenlose Gesundheitsberatung bei der Stadt Frankfurt machen für Menschen, die keine Krankenkasse haben, Jurastudenten, ich nehme jetzt bewusst Themen aus dem Bereich Flüchtlinge, weil das uns, glaube ich, alle umtreibt, und das sind Projekte, die es seit Jahren gibt, Jurastudenten, die eine Rechtsberatung anbieten für Geflüchtete, Erziehungswissenschaftlerinnen, Erziehungswissenschaftler, die Nachhilfe geben und so weiter. Und diese ganzen Projekte, so unser Gedanke, sollten eingebunden werden in die Lehre, damit eine Reflexion darüber stattfindet. Und das verbirgt sich unter dem Service Learning. Das ist ein fürchterlicher Ausdruck, partizipatives Peer Teaching. Was Peer Teaching ist, ist uns, glaube ich, allen klar. Das ist das, was bei Ihnen unter dem Pool, Tutorenpool, nein, danke, Trainerpool läuft, nämlich zu sagen, am besten oder viel lernen Studierende durch Studierende. Und jetzt ist der Gedanke, das sollte nicht immer dadurch sein, dass wir alles vorgeben, sondern dass nochmal stark auch selbst gesucht wird nach den richtigen Formaten und wir an der Stelle unterstützen. Und last but not least die formative Evaluation, die wir relevant halten, weil wir sagen, gerade an dem Beispiel Tutoren mache ich es immer gerne fest, wir gehen alle davon aus, dass Tutorien gut sind. Wir hatten aber gerade, also Mitarbeitertreffen, die großen haben wir alle halbe Jahr, und gestern entspann sich eine wunderbare Diskussion über die Frage, wann ist ein Tutor ein guter Tutor? Und es prallten wirklich zusammen, naja, er oder sie muss halt fachlich super kompetent sein. Der nächste Person sagte, nee, es geht ja vor allem darum, dass eine Vermittlungskompetenz da ist. Und dann wurde die soziale Dimension hervorgehoben und so weiter. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, was ist unsere Erwartung an Tutorien und welchen Beitrag leisten sie wirklich. Also wenn ich in Anführungsstrichen den fachlichen Nerd vorne stehen habe, hilft es sicher den sehr guten Studierenden, aber wahrscheinlich nicht denen, die darüber nachdenken, ob sie wirklich das Studienfach halten sollen. Das heißt, dieses Haus ist zwar auch ein Haus, wie das am Anfang, ist aber ein Haus, was in die Zukunft blickt. Das neue Programm wird im Herbst beginnen. Wir sind sehr froh, dass auch an der Stelle vielleicht auch, wie entsteht bei uns so ein Projekt. Wir haben das vor mehreren Jahren unter der Leitung des damaligen Vizepräsidenten sehr stark auf Studiendekane, aber auch auf Studierende und Mittelbau gesetzt und haben auch dieses Jahr, also dieses und letztes Jahr wirklich gemeinsam in endlosen Arbeitsgruppen zusammengesessen und diskutiert, was ist wirklich, wo drückt wirklich der Schuh und an welcher Stelle können wir was beheben. Und wir haben die Hoffnung, dass wir ein Stück weit vorankommen. Und damit möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf Diskussionen. Applaus